Wir alle erinnern uns doch noch an diese Szene, bei welcher es Markus Lanz gelungen ist, Herr Maaßen nicht nur aus der Reserve zu locken, sondern ihn völlig eskalieren zu lassen. Und das schaffte Herr Lanz mit einer gewissen Raffinesse, das muss man ihm lassen, indem er die Gefühlswallung von Herrn Maaßen schamlos ausnutzte und ihn durch gezielte rhetorische Sticheleien in die Ecke drängte. Und dann, als Herr Maaßen endgültig die Fassung verlor, war das Ziel erreicht und es wurde ein vermeintlich menschenverachtendes, rassistisches Bild von ihm gezeichnet, welches natürlich der Meinung der Mainstream entsprach. Doch jeder kritische Denker, so wie Sie es sind, so wie wir es sind, erkannte sofort, worum es dabei wirklich ging. Denn Herr Maaßen hatte damals als einer der wenigen Menschen den Mut gehabt, sich kritisch über das Migrationsgeschehen in Deutschland zu äußern. Und das gefiel natürlich nicht der ersten grünen Kanzlerin, Frau Angela Merkel. Und die öffentlich-rechtlichen Medien wussten genau, was zu tun ist. Denn die ganze Show wurde zweckmäßig dafür inszeniert, um einen angesehenen Juristen und ehemaligen Verfassungsschützer vorzuführen und ihn öffentlich zu diffamieren. Und Herr Maaßen tappte leider in diese Falle. Doch schauen wir uns die erste der zwei besagten Szenen gemeinsam an. Ich bin auf den politischen Markt erst relativ spät gekommen, als ich gemerkt habe, dass die Gräben schon gesetzt sind. Und als ich gemerkt habe, dass die Menschen mir sagen... Herr Maaßen, aber wirklich, das Argument verreckt jetzt wirklich auf dem halben Weg hierher. Doch, Sie können doch nicht ernsthaft sagen, wir haben hier Gräben in der Gesellschaft und ich sorge dafür, dass sie noch ein bisschen tiefer werden. Nein. Das bringt uns doch nicht weiter. Nein, wir müssen die Probleme benennen. Aber wir müssen über die Probleme reden. Sie tun das, wenn Sie solche Wörter benutzen. Nein. Ich verstehe nicht, warum Sie nicht hingehen und sagen, pass auf, wir haben hier ein Thema. Wir sollten differenzieren. Sie sind ein exzellenter Jurist. Und ich finde es völlig richtig. Ja. Aber Sie können das doch gar nicht beurteilen. Merkt ihr, wie Herr Lanz ihn ständig unterbricht und keine Argumentation oder Erklärung zulässt? Und der Grund dieses Versuches, Herr Maaßen in die Ecke zu drängen, war dieser Tweet hier. Lassen Sie sich nicht einreden, dass es sich um eine Seenotrettung handelt. Diese Migranten sind keine Schiffbrüchigen und keine Flüchtlinge. Sie haben als einwanderungswillige Ausländer diese Schleuserboote bestiegen, um von einem Shuttle-Service nach Europa gebracht zu werden. Doch die Eskalation geht noch weiter. Und jetzt wird Herr Maaßen so richtig die Fassung verlieren. Und wir müssen eine Antwort auf diese Fragen finden. Richtig. Aber die Antworten sind schwierig. Und die Antworten sind nicht holzschnittartig und sind nicht Shuttle-Service nach Europa und solche Sätze. Aber die Antworten sind auch nicht einfach wegzuschauen und so tun. Nein, haben Sie recht. Nein, aber das machen nicht Sie, die Öffentlich-Rechtlichen. Von Flüchtlingen reden Sie. Statt zu sagen, das sind Migranten, wir müssen uns dem Migrationsproblem stellen. Hier könnt ihr sehen, dass der zweite Angreifer vom Team Lanz sich gerade freut, weil er sieht, dass Herr Maaßen die Beherrschung verliert. Ja, aber das tun wir doch. Nein, das tun Sie doch gerade nicht. Ich meine, wenn wir da zusammenkommen könnten, Herr Lanz, wären wir heute schon einen Schritt weiter. Wenn Sie mir einräumen würden, die Medien haben einen Fehler gemacht. Sie haben über Flüchtlinge gesprochen, Migranten sind gekommen. Okay. Sie haben über kleine Mädchen und ihre Mütter gesprochen und viele, viele junge Männer sind gekommen. Wenn Sie sagen würden, da haben wir einen Fehler gemacht und das muss wirklich Konsequenzen haben, dann würde ich auch sagen, dann brauchen wir auch nicht über Shuttle-Service zu reden. Ich denke, wir wissen alle, dass nach der letzten Invasion auf Lampedusa, man erinnere sich nur an die Bilder, schon längst nicht mehr von Flüchtlingen im klassischen Sinne gesprochen werden kann. Hier wurde im großen Stil eine Neubesiedlung organisiert mit über 120 Booten an einem einzigen Tag. Und deshalb fordert Herr Maaßen, dass man das Kind endlich beim Namen nennt. Denn es geht um Migration, also Personen, die sich das Recht rausnehmen, sich das Land, in dem sie leben wollen, auszusuchen. Und das ist an für sich nichts Verwerfliches, sondern in deren Situation völlig nachvollziehbar. Doch es sind unsere Medien, die diese Wahrheit dreist verdrehen und uns weismachen wollen, dass es sich dabei um Verfolgte und Kriegsflüchtlinge handelt. Und zum allen Überdruss werden dann immer vereinzelte Bilder von Müttern und Kindern medial publiziert, obwohl ein gewaltiger Anteil, mehrheitlicher Anteil von 80% mindestens junge Männer sind. Und was Herr Maaßen versucht, ist lediglich diese gezielte Verzerrung des ÖÖR zu entlarven und fordert eine klare Differenzierung. Denn beim deutschen Asylrecht geht es nicht darum, Menschen aus verarmten Ländern aufzunehmen, sondern nur die Menschen, die unseren Schutz wirklich brauchen. Und genau diese Pervertierung, die aus dem linken politischen Milieu vorangetrieben wird, muss laut seiner Meinung unterbunden werden. Was denkt ihr über dieses Thema? Hat Herr Maaßen damit recht? Und unser Asylsystem wird gezielt missbraucht und von Medien und Politikern befeuert? Oder handelt es sich um einen Menschen, der Angst vor den globalisierten Entwicklungen hat und sich das alte Deutschland nostalgisch zurückwünscht? Schreibt es mir bitte in die Kommentare und vergisst nicht,
abonnieren, liken, teilen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.